So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal. Rams ist der Dicke, eine neue Folge Raid am Mittwoch. Wir haben wieder die Highlights der Woche für euch zusammengefasst und am Ende gibt es auch wieder den Schocker der Woche. Ich fühle mich richtig gut, denn ich muss ja jetzt jeden Tag auch den Bier-Adventskalender öffnen und ich muss ja immer ein Video schon vorproduzieren für den nächsten Tag. Das heißt, ich sitze jetzt jeden Tag betrunken hier, noch eine Flasche Bier. Aber darum geht's nicht. Heute Abend ist wieder die Raid Mania mit Anego. Das letzte Mal, denn morgen am Donnerstag wechselt der Raid-Boss von Anego auf Viridium. Und ich sag's nochmal dazu, ich suche Viridium als 100er. Das heißt, ihr könnt öfters mal einladen, auch wenn gerade keine Raid Mania ist. Wenn ich das sehe, versuche ich möglichst viele Raids zu machen, um das 100% Viridium zu bekommen. Denn das fehlt mir noch im Trio von den Rettern der Redlichkeit oder wie die heißen. Heute Abend aber erstmal Anego, da habe ich auch keinen 100er, da lege ich es gerade nicht drauf an. Aber werde natürlich auch in der Raid Mania wieder jede Einladung versuchen anzunehmen, die gerade passend eintrifft. Ansonsten viel Spaß heute Abend bei der Raid Mania. Mal gucken, es ist die letzte Raid Mania für diesen Monat. Wer die Raid Mania diesen Monat für sich entscheidet, wer das Kanalmaskottchen für den Dezember bestimmt. Vielleicht gibt es ja was Weihnachtliches. Jetzt aber die Highlights der Woche. Angefangen hat die Woche hier beim Henry Herfurt. Der hat uns nämlich hier ein Shiny Somnium geschickt. Dann die Bioshanga bei Worden Ging's Fix. Der 28. Raid Shiny. Ich habe gestern Leute gesehen, die haben... Ja, das kommt ja später noch, also habe ich niemanden gesehen. Wir wollen ja nicht spoilern. So, weiter. Bioshanga, nochmal ein Schlurp. 16.11. Güstrow. Dann bin ich mit Joel Glücksfreund geworden, wie mit so vielen. Ich habe, glaube ich, immer noch 21 Glücksfreunde, wo ich jeden Tag einen wegmache, kommt immer einer dazu. Dann Lenz Hart. Der hat sich ja beschwert, dass ich da nur Lennart stehen hatte. Weil ich habe das Handy gewechselt, da stand immer der ganze Name mit der Nummer dahinter. Jetzt stand nur Lennart dort. Hat er gesagt, ey, steht die Nummer gar nicht mehr. Ich habe gesagt, warte mal, ich ändere das kurz ab. Lenz Hart, jetzt ist es richtig. 143 Sekunden, Mega Hundemon mit Genaya. Dann hättest du es theoretisch ja auch mal alleine probieren können im Solo. Mal gucken, was passiert. Noch einen für die Sammlung. Henry, Shiny Shadrago, Feuerwehrfra, Shiny Nidoran, Balu, Shiny Spoing aus dem Abenteuerrauch. Burka, gestern auch Glücksfreund geworden. Gut, das sollte hier nicht rein, das war eigentlich für was anderes, egal. Dann haben wir Timo Rüger. Hey Ramses, ich weiß, ich bin etwas spät dran, aber vielleicht möchtest du das Shiny Austausch mit ins morgige Video nehmen. Grüße, Timo, aka Biture95. Nehmen wir natürlich mit, den Paulos, ne, der ist auch dabei. Dann die Shenaya, 100er Hut, Shiny Sterndu und Mangunior. Roselinchen, Shiny Sonnenkern, 100er Baumball. Was man so findet, wenn man seinen Queststapel aufräumt, ist eigentlich C-Day, aber komm, sie hat eine schöne Beschreibung dazu, lassen wir es mal drin. Endlich mal wieder ein Shiny in der Rampenlichtstunde, jetzt habe ich beide hier auch. Hut ohne Hut, voll gut. Roselinchen, Nullnummer. Nulli gab es auch noch oben drauf. Noch ein Shiny Nebulax, ist ja auch. C-Day Pokémon, da habe ich aber, wir haben wieder wenig Einsendungen bekommen, deswegen nehme ich das alle, einfach alles mit rein. Pokehunter für Raider Mittwoch, Shiny, Sonnenfell, Snubbull, Flunkiefer, Krypto, aber trotzdem Shiny, Somnium, Shiny, Slimer, Hoothoot, Shiny und 100er Goldini und Mantax. Die Highlights habe ich nochmal hier markiert. Dieses Shiny Sonnenfell mit dem Hintergrund hat mir besonders gut gefallen und wieder mal Legenden-Rang erreicht. Glückwunsch an jeden, der das schafft. Wie gesagt, wer Legende schafft, der hat Können und nicht nur Glück. Wer ab Rang 22 Können, nicht nur Glück, ne? Deswegen komme ich immer nur bis 21. Kaiser Kai, leider nicht meins, ist von meiner Schwester. Krypto, Shiny, Macholo, 100er Vulpix, auch bei der Schwester, die hat wie immer Glück. Hast du wirklich eine Schwester oder ist das einfach nur dein zweiter Account? Man weiß es nicht. Sarina, Shiny Baldorfisch. Das war's mit den Shinies. Auch auf dem falschen Account, Voltriant, kann man nie genug 100er im Beutel haben. 100er Nebulak, Macholo, Somnium, Baumball und natürlich hier dieses Voltriant ganz groß und fett, 2249. Bin ich immer gespannt, ob das trotzdem irgendwann mal in die Raids für alle kommt und sie es nicht jetzt so regional lassen. Wie die das dann machen, wenn es Shiny eingeführt wird, dann rasten die Leute wahrscheinlich aus. Mit Shiny-Einführung würde ich auch auf 100er Jagd gehen, jetzt noch nicht. Lukas, fand ich sehr cool.
Anego, Empfangbildschirm. Und diesen Smiley, den er macht mit dem Monocle und guckt so. Hä? Und dann fängt er es, das ist natürlich 100% mit Wetterbrust aus Saragossa und feiert, aber doppelt. Das ist cool in Szene gesetzt, zwei Monocle, zwei Tröten, das fand ich cool. Lukas, außerdem hier, Shiny Somniam, Aluhut dann hier, Shiny Magby, 100er Somniam, Shiny Huthut, Shiny Lunastein, 100er Lilminip, 100er Pipi, Lilminip und Pipi direkt hintereinander, wie geil, die standen instant nebeneinander innerhalb von einer Minute, also 200er gefangen. Dann nochmal Huthut und Nummer 2 die Woche auch hier Shiny, dann Shiny Pandimos, Shiny Sandan, Sören. Es ist vollbracht, ein weiteres Ziel erreicht, Chadrago, Shiny. Nach 274 Raids. Wie viel XL Bonbons hast du jetzt dabei? Da gibt es ja keine garantierten, aber ist da ein 100er? Nein, 100er bestimmt nicht. Das ist einfach krank. So könnte man die Champion-Medaille natürlich gut pushen. Habe ich aber nicht gemacht. So, Sören, Azubi aus der Quest am Sonntagmorgen. Jetzt fehlt mir nur noch ein 100er Clofensa. Dann ist auch die Familie voll. Das 100er Ultrigaria. Black Viper Kate, der Yannick hat es mal wieder geschafft. Ich habe eine Stunde mir den Bildschirm angeguckt und überlegt, was will er von mir? Was will der Yannick von ihm? Und wo schließt sich der Kreis? Und dann habe ich es gecheckt, da ist ein mega Hundemon. Daneben ist einfach ein shiny Hundemon. Aber da steht mega Hundemon dran. Also du gibst Hund ein, das mega Hundemon ist entwickelt. Deswegen ist es gerade behindert. Aber es ist halt als shiny Hundemon angewickelt. Irgendwas stimmt auf jeden Fall mit der Anzeige wieder nicht. Eiskorb Jens, naja, wenn es keine 15 Angriff, kann man es schon zum 100er erlösen. 100er erlöst, 16.11. Ein paar Tage später, selbes Spiel, also erlöst es 100er, 20.11. Was passiert? Mit diesem Trick schafft ihr es garantiert, 100er Krypto zu bekommen. Erlöst zweimal in Folge ein Dicta zu einem 100%igen, damit das dritte Dicta einfach ein 100er Krypto ist. Mit diesem Trick schnell und einfach 100er Krypto gönnen. Und jetzt ist das Krypto 100er auch da, Krundo am 23. Sie denken, die Geschichte ist wahr, also meine, haben sie recht, gut. Alexander Aringer, endlich komplett Nuller, Alolo, Radfratz, Salola. Würde ich gar nicht mit reinnehmen, aber habe ich schon mal gemacht. Dann endlich Shiny Somniam, ne? Die Simpsons haben es wieder mal vorhergesagt, das finde ich auch immer gut. Es gibt so viele Memes und Sachen und Reportagen und irgendwelche Verschwörungen, dass die Simpsons immer alles wissen. Alles, was die Simpsons vor 100 Jahren in ihren Folgen mal gezeigt haben, ist mittlerweile in Wirklichkeit eingetreten. Die haben sogar hervorgesagt, dass Trump Präsident wird, dass sonst was passiert, dass keine Ahnung ist, das Corona ist, haben sie vorgesagt. Und jetzt sogar das, du hast kein Geld mehr im Portemonnaie. Selbst das haben die Simpsons vorhergesagt, das ist richtig genial. Selal hat wieder 1000 Bilder geschickt, aber wieder ganz wenig Pokémon-Bilder. Ein erlöstes 100er Girafarig. Dann wurde eingeladen und hat einfach 310 Sekunden Zeit, um dem Raid beizutreten. So gern hätte ich es auch mal. Dein Computer, dein Bildschirm und der Ruder, den du vom Internet an wiederbekommen hast. Fand ich auch gut. This Evolution Light is the lamest. It didn't change anything and it looks like they only stand up. Also, das ist die langweiligste Evolutionsreihe. Es sieht so aus, als würde das einfach aufstehen und es hat sich eigentlich gar nichts verändert. Und dann zeigt uns der Superman, ja, hast du doch bei Vollriegel auch, Bruder, guck dir das an. Finde ich interessant, weil gestern hat sich unser Bamo, wenn so heißt, zu Banana Mo und Banana Joe entwickelt und jetzt habe ich auch die Endentwicklung und das ist nämlich mein Elektro-Pokémon, was ich spiele bei Karmesin. Wenn ihr gestern nicht dabei wart und auch nicht dabei sein wollt, ist eh egal. Aber gestern zum Ende des Streams haben wir das probiert. Bisschen rumlaufen mit dem Ding. Dann ein paar Bonbons drauf, dass es sich entwickelt. Zack, hat wunderbar funktioniert. Danke nochmal für die Tipps im Stream an Jenna und den Rest. Gonna try a new team this time. Gibt auch solche Spieler, die das sich immer wieder vornehmen. Sie werden natürlich ein ganz komplett neues Team sich zusammenstellen. Also viele machen das so, ich mache das ja auch so. Ich sage auch, ich nehme nur Pokémon in mein Team, die ich gar nicht kenne, die nicht in Pokémon Go verfügbar sind. Jetzt renne ich mit Zeugs rum, wovon ich keine Ahnung habe.
und andere so, ja, ich werde völlig neue Pokémon nehmen. Und dann seht ihr, das einzig Neue ist der Starter, weil den musst du ja nehmen, den musst du ja auswählen, der begleitet dich und alles andere ist derselbe Kack wie immer. Und dann freut man sich, weil ich habe ein komplett neues Team, weil der Starter anders ist. Aber ansonsten, ja. Dann Celal nochmal, 100er Hoothoot, Shiny Hoothoot, Shiny Hoothoot 2, 100er Waumball bei Elke Kaiser auf dem Paula Emperor Account, 100er Waumball, 100er Owei in Glücks, dann Shiny Woolpix, Shiny Hoothoot und bei Kaisi der Erste, Shiny Sonnenfell, Sandan, Sterndo und Shadrago. Shadrago, richtig genial. Thomas Speck hier auch. 100er Anego aus Weil am Kaiserstuhl. Thomas Speck, Onkel Tom. 100% Shiny, Lucky, Arctos. Das ist genial. Muss noch auf 50, wie ich sehe. 100er Schlinking mitgenommen aus Endingen am Kaiserstuhl. Glückwunsch auch dafür. Dann hat er gegen Brandon Ten gekämpft. Das ist der Schocker der Woche. Grüße gehen raus. Silvio zeigt uns hier, das erste habe ich weggelassen, er schickt mir 98er, was soll das denn? Denkst du, das bemerke ich nicht oder was? Dann haben wir hier, ich weiß nicht, warum der immer 2 Wochen Rhythmus wählt, die Shiny Tail, die Ursa, Sidey-Dinger, Macholo, Knacklion, Schnäppke, Datiri, okay? Das ist eigentlich alles Sidey-Pokémon, außer Schnäppke. Dann haben wir hier die 100%igen Teddy Ursa und Toxikack in den letzten 2 Wochen. Dann Bild mit Daniel Schilling in der Lobby. Haben wir das nicht beim letzten Mal schon drin gehabt? Habe ich das selber irgendwie mit rein und jetzt hast du es erst von dir aus geschickt? Oder habe ich es aus Versehen selber nochmal gemacht? Oder raidest du heimlich ohne mich? Ich weiß es nicht. Cumulus, eben nach dem Glückstausch mit dir, 100er Reißlaus. Cumulus zum 100er lösen oder zu lassen, 98er Makuhita, hat ja keine Mega-Entwicklung, bräuchte es also eigentlich kein 100er, ist aber trotzdem ein guter Kampfangreifer, würde ich also so auf jeden Fall lassen, 1 auf 50 hier ist Bombe für als Kampfangreifer zu nutzenbar, ne? Dann Henry, aus der Feldforschung bekommen, das schlechteste Schlinking, was man haben kann mit 10, 10, 10, hat Sammlerwert, würde ich behalten, Bianca, da leere Discounter-Parkplatz, Shiny Wottens hat es mal wieder erwischt, ne? Zack, da hat sie hier aus Güstrow das Shiny Lampi mitgenommen, Brainy Ständer könnte auch ein 100er Onyx erlösen, Balu schickt mir sein Shiny Absol, 100er weibliches Wadrid B, ihr wisst ja, wenn das einer findet, können alle, die neben euch sind, dasselbe bekommen, nicht bei Shinies, aber bei 100%igen, deswegen Waldbronn 29.11, merkt euch das mal, Feuerwehrfra, Shiny Mangunio, Shiny Teddy Ursa, Shiny Makuhita, Shiny Sandan, oh, 29.11, Waldbronn, 100% weibliches Wadribi, 126 WP, genau, ist also dasselbe, was Balu gefangen hat, hat auch die Feuerwehrfra gefangen, weil das ist die Schwester von Balu. Und der Papa ist der Aliton. Aliton. Kennt ihr das gespannt? Ich finde es auf jeden Fall genial. Thomas Speck hier noch 100% Hypo Popo mitgenommen. Ja, dann gestern, ich habe gedacht, was ist denn jetzt? Steht plötzlich da Spiele drin, hat ein Video kommentiert und macht sich über mich lustig. Ich sag noch extra, da gibt es bestimmt wieder die Leute, die dann fragen, Ramses, ich habe Shiny Shirachi, ist das selten? Ist das selten, wenn man Shiny Shirachi hat? Nach der Meisterwerkforschung, ja oder nein, schreibt mir eure Meinung dazu rein. Hat er den Scherz gemacht natürlich, hey Ramses, ich habe Shirachi gefangen. In Shiny ist es selten. Wer es jetzt hat in Shiny, dann ist es selten. Aber ansonsten, hier nochmal ein Bild vom Versicherer, das möchte ich auch nochmal mit reinnehmen. Der ist öfters im Stream, schreibt da immer und plötzlich beim Einkaufen im Rewe steht einer hinter mir, hey Ramses, geh mal ein Foto machen, bin der Versicherer. Fand ich richtig genial. Wenn ihr den noch nicht kennt, lernt ihr ihn jetzt kennen. Seine Buffalo-Jacke. Das war's von meiner Seite aus. Nö. Jetzt noch der Schocker der Woche. Und der Schocker der Woche kommt diesmal von, haltet euch fest, Tobias Jan. Ne? Der Tobi, der Tibo, wie wir ihn liebevoll nennen. Ich lass das mal so hier stehen. 100%ige Pokémon an einem Tag gefangen. 100er Anego, 100er Anego, 100er Somnium, 100er Krypto Diglett, ja, also 100er Slimer, 100er Magneton, 100er Nebulak, 100er
sondern selbst wenn man alles, was wild mit Maps und Bots und Apps und sonst was möglich wäre, bleibt immer noch das 100er Diglett in Krypto, was ja trotzdem Zufall ist, man Glück braucht, und die zwei Anego, bei denen man auch Glück braucht, weil die ja hingewürfelt werden aus den Raids random, aber weil das noch nicht alles ist. Oder du kannst auch das dann für Raider Mittwoch nehmen, je nachdem, was dir besser gefällt. Ich nehme einfach beides. Dann sieht man nämlich, dass zwei 100er Anego nicht genügend sind. Er hat einfach noch ein drittes 100er Anego dazu bekommen. Er hat insgesamt jetzt drei 100er Anego, meine ich. Und das Ganze bei 17 Raids. Und das ist das, was es für mich so brutal macht. Andere brauchen 873 Raids, bis sie ein 100er Mewtwo bekommen. Und er bekommt in 17 Raids einfach 300er Anego. Und das ist auch ein geniales Pokémon, wenn man es so nimmt. Deswegen Glückwunsch, richtig krass. 100er Anego dreimal. Was sagt ihr übrigens? Findet ihr das gut als Ankündigung zum Schocker der Woche, dass man immer den Schilling sieht? Oder, ich habe vorhin aus Versehen ein Bild gemacht, und zwar so, sollte das immer den Schocker der Woche einleiten. Und der Schocker der Woche geht an Adi Schatz, weil der nämlich in einem Vorhang vorgeguckt hat. Und dann ist das dann persönlicher, weil ich mich nicht am Spieletrend hochziehe, dass ich seine Visage zeige. Das soll ja eigentlich eher so unter Kollegen sein, so immer ein bisschen so Grüße raussenden in die Richtung, aber Adi ist persönlicher, aber ja, vielleicht reicht das auch so, wie es ist. Jetzt weiß ich nicht mehr, wo ich bin, deswegen würde ich sagen, war es das von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ich glaube, der Schilling, wenn ich den jetzt rausnehme, guckt er dann so. Nein, warum tust du mich hier raus? Schreibt eure Meinung dazu rein, mal gucken, was passiert. Peace out, Vorhaut, euer Ramses, und denkt dran, heute Abend in der Raid Mania ladet mich ein zu Anego Raids. Vielleicht kriege ich auch noch 300er, ne, in 20 Raids. Kein Problem, sieht man ja, ist alles möglich. Peace out, Vorhaut, euer Ramses.